Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Träumen wir nicht alle vom perfekten Zuhause, das vom ersten Entwurf ganz nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen gestaltet ist, in dem wir uns rundum wohlfühlen und einfach nur die Seele baumeln lassen können? Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Ihr Zuhause noch schöner gestalten können. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Wärmer wohnen. Mit einem Speicherofen beheizen Sie Wohnräume bis 180 Quadratmeter Größe. Schöner wohnen, wie aus einer skizzierten Hand ein ganzes Designhaus entsteht. Und intelligenter wohnen. Mit Smart-Home-Systemen können Sie Ihren Haushalt vom Sofa und von unterwegs aus steuern. Ein Kamin zu Hause erzeugt nicht nur ein wohliges Gefühl, sondern kann heutzutage auch fast ein komplettes Heizsystem ersetzen. Sogenannte Speicheröfen geben die Wärme noch lange ab, auch wenn das Feuer schon aus ist. Außerdem halten sie das Brauchwasser auf Temperatur. So heizen sie nicht nur kostengünstig, sondern auch umweltfreundlich. Wer heute baut oder saniert, macht sich meist auch Gedanken zum Thema Ökologie. Für viele ist ein Ofen nicht nur der Traum eines gemütlichen Wohnzimmers, sondern vor allem eine Alternative zu Öl- oder Gasheizung. Um effektiv heizen zu können, ist ein Speicherofen am besten geeignet. So ein Speicherofen aus richtig handwerklich eingebaut und vielleicht eben noch mit Warmwasserelementen ergänzt, kann ein ganzes Haus wärmen. Also man kann da heute 140, 180 Quadratmeter mit, sagen wir mal, ein, wenn es richtig kalt ist, zweimal heizen, wärmen. Zumindest im Winter, wenn der Ofen täglich läuft. Im Sommer wird die Warmwasserbereitung zum Beispiel durch eine Solaranlage unterstützt. Nach wie vor ist Brennholz der günstigste und regionalste Energieträger. Wer morgens vor dem Weg zur Arbeit den Ofen anstellt, kann sich abends über warme Räume freuen und spart zusätzlich Kosten. Früher hatten wir Ölheizung, die ist jetzt sehr zurückgefahren. Wir haben jetzt auch weniger Heizölverbrauch. Durch das einfach, dass man das mit dem Ofen das warme Wasser hat. Natürlich ist es auch fürs Gewissen besser, wenn man sagen kann, man hat mit Holz warm Wasser gemacht und nicht mit dem Öl. Ist ja vom Umweltschutz her fürs Gewissen auch sehr beruhigend. Bevor man einen Ofen anschafft, sollte man sich überlegen, wie er genutzt werden soll und welche Leistung man braucht. Wichtig ist zu beachten, wie groß die Räume sind, welche beheizt werden, damit keine zu starke Wärme entsteht. Grundsätzlich gilt, der Ofen, der am wenigsten Holz verbraucht, ist der umweltfreundlichste, auch wenn er keine niedrigen Werte besitzt. Und Augen auf auch beim Kauf eines sogenannten Schwedenofens. Bei einem Kaminofen, Schwedenofen, ich denke, es sollte sicherlich da eine namhafte Marke sein, die einfach auch da schon im Markt etabliert ist und länger da ist. Da ist man mal grundsätzlich dann schon sehr gut beraten. Und dann kommt sicherlich darauf an, wie viel Wert hat der Hersteller gelegt auf eine Brennraumgestaltung, auf die Verbrennung an sich und dann natürlich auch die angegebenen Werte. Wobei die Werte leider heute nicht immer so der Praxis entsprechen. Seit dem 1. Januar 2015 gilt die Bundesemissionsschutzverordnung Stufe 2. Öfen, die den Vorschriften nicht mehr entsprechen, müssen eingestellt oder ausgetauscht werden. Das Gesetz gilt in Deutschland bundesweit und ebenso in Österreich. Hier heißt die Verordnung lediglich anders, nämlich 15a. Effektiver, moderner und praktischer, so wollen wir es haben, wenn wir neu bauen oder umbauen. Gleich zeigen wir Ihnen, wie ein Designhaus entsteht und was sogenannte Smart-Home-Systeme heute alles schon können. Bleiben Sie dran, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.
Paradies ganz in Ihrer Nähe. Traumhafte Ausstellung, kompetente Beratung und 3D-Badplanung. Die etwas andere Art des Einkaufs. Fliesenparadies Lindau. Fliesen und Parkett im Dreiländereck. Das sagenhafte Bärenland am Sonnenkopf ist ein Ausflugsziel mit Bergerlebnis für die ganze Familie mit über 30 tollen Spielstationen. Einfach bärig, der Sommerbetrieb vom 20.06. bis 4.10.2015 im Klostertal in Vorarlberg. Wenn Sie heute Ihr Traumhaus bauen könnten, wie würde es denn aussehen? Ist es die Villa im Landhausstil, das Strandhaus mit Loftcharakter oder einfach nur das gemütliche Häuschen im Grünen? Möglich ist heute fast alles. Für immer mehr Bauherren ist es wichtig, sich von der breiten Masse im Wohngebiet abzuheben. Der Wunsch war halt eben auch ein besonderes Haus zu haben, dass nicht alle gleich aussehen in so einem Wohnbaugebiet, und das hat sich dann einfach entwickelt, auch wie es außen aussah. Auch ein Designhaus entsteht aus einer ersten groben Idee. Bauherr, Architekt und Bauunternehmen bringen Wünsche, Vorstellungen und Vorschriften mit ein, bis am Ende eine außergewöhnliche Immobilie auf dem Grundstück steht. In diesem Haus hat sich in der Entwicklung ergeben mit dem Architekt die Symbolik, wo auch in den Skizzen dargestellt ist, die Hand, wo er eben den sogenannten Klotz hält, der Querbau, der Flachbau, wo eben an das Pultdach angeschlossen ist, sodass es eben ein besonderes Haus ist, kein typisches Pultdachhaus oder Flachdachhaus, sondern ein kombiniertes Haus, wo eine Besonderheit hier in dem Neubaugebiet darstellt. Ende 2012 ist Familie Schirle in das Haus eingezogen. Vorausgegangen ist eine lange Planungsphase. Ein Designhaus spiegelt das Lebensgefühl seiner Bewohner wider. Bei Familie Schirle stand neben Großzügigkeit und Design vor allem die Wohnqualität im Vordergrund. Erstmal natürlich, dass alle Zimmer da sind, die man braucht, also Kinderzimmer zum Beispiel war mit eingeplant. Was uns besonders wichtig war, war unten auch der offene Wohnbereich mit der offenen Küche und gerade hier oben im oberen Stockwerk mit dieser Galerie, vielen Fenstern und viel Licht, das war uns primär erstmal wichtig. Gerade die Raumaufteilung ist bei der Planung des individuellen Eigenheims enorm wichtig. Im Trend liegen offene Räume. Dabei darf der Nutzen aber nicht unterschätzt werden, ebenso wie die eigenen Bedürfnisse. Der Kunde sollte an für sich darüber im Klaren sein, die einzelnen Raumgrößen, wie er sich vorstellt, dann auch ist wichtig zu realisieren, auf welche Räume legt denn der Kunde speziellen Wert. Da ist sehr differenziert, dass der eine Kunde legt Wert auf eine offene Küche mit Wohn-Ess-Bereich, ein anderer legt mehr Wert auf ein spezielles Bad. Da einfach muss der Kunde im Vorfeld in sich gehen und sich darüber klar sein, wo sind meine speziellen Wünsche, wo ich umsetzen will. Und dann lässt sich fast alles, muss man sagen, realisieren. Auch ganz individuelle Wünsche. Natürlich ist ein Designhaus teurer als das klassische Einfamilienhaus. Dafür werden bei der Umsetzung meist hochwertigere Materialien verwendet. Und das Aussehen hebt sich eben immer vom Durchschnitt ab. Die Heizung und die Rollläden bequem von unterwegs steuern und das Licht gemütlich von der Couch mit dem Handy dimmen. Sogenannte Smart-Home-Lösungen machen das Leben heute deutlich bequemer. Waren solche Techniken früher noch schwierig umzusetzen, sind die modernen Systeme einfach zu bedienen und einfach zu installieren. Einer der angenehmsten Effekte eines Smart Home ist sicherlich der Komfortgewinn. Vieles, was im Haushalt stattfindet, lässt sich bequem per Handy-Display oder Tablet vom Sofa aus steuern.
Über die Kommunikation können Sie eigentlich alles steuern. Ja. Man ist heute so weit, dass man selbst nicht nur Jalousien und Beleuchtungssteuerung machen kann. Man kann heute auch schon Geräteüberwachung, also Gefrierschränke, Waschmaschinen, also energietechnische Möglichkeiten zur Energieeinsparung kann man nutzen dadurch. Ja. Und das ist der große Vorteil. Mitte der 80er Jahre sind bereits die ersten Überlegungen für Smart Home entstanden. 1991 wurden die ersten Produkte auf dem Markt angeboten. Damals noch sehr teuer und nur in der Industrie angewandt, finden sich Smart Home Lösungen heute in immer mehr Haushalten. Neben direkter Steuerung lassen sich über dazugehörige Programme auch zeitliche Abläufe einrichten. Das ganze System ist auf eine logische Basis aufgebaut. Ja. Jemand, der mit dem Handy umgehen kann, jemand, der mit dem PC umgehen kann, hat da keine Probleme damit. Es ist auch im normalen Netz gebunden, also kabelgebundenen System, ist es kein Problem, ja, weil die Schalter sind heute so ausgestattet, dass man es eigentlich für jeden eigentlich benutzbar ist. Neben Komfort bietet ein Smart Home auch Sicherheit. Ob ein Urlaubsmodus mit verschiedenen Lichtszenarien, eine über WLAN verbundene Kamera an der Eingangstür oder Funksteckdosen, mit denen auch von unterwegs der noch eingeschalteten Herdplatte der Strom gekappt werden kann. War Smart Home bis vor wenigen Jahren noch eine teure und aufwendige Verkabelung, geht es heute auch einfacher. Durch die Funktechnik, was auch großer Vorteil bringt, natürlich, dass man keine Leitungsverlegung hat. Man kann diese Schnittstellen, was schon im Haus vorhanden sind, sprich Schalter, Steckdosen, die kann man weiterhin verwerten. Ja. Es werden Funkmodule werden montiert. Man erspart sich natürlich einen hohen Aufwand an Leitungsinstallation, was aber natürlich auch nicht grenzenlos gemacht werden kann, weil es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass von der Funktechnik her die Durchdringung der Funkwelle, dass das einfach auch gewährleistet ist. Komfort, Sicherheit, Energiesparen. Smart Home macht das Zuhause ein bisschen intelligenter. Ganz einfach mit ein paar Klicks vom Sofa aus. Das allerdings ist auch mit Smart Home noch nicht möglich. Liebe Zuschauer, ein System, wie Sie gerade im Beitrag gesehen haben, kostet ca. 5.000 Euro inklusive der Programmierung. Für diese Woche war es das auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit den Bauen und Wohnen Traumimmobilien aus dem Allgäu. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Abend. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.